Im heutigen Video soll es darum gehen, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit künstlicher Intelligenz oder Blockchain zu befassen. Also, die Frage ist, warum überhaupt diese Themen wichtig sind, warum ist es überhaupt wichtig, warum kann es interessant sein, sich mit Blockchain-Technologie zum Beispiel zu befassen. Es gibt ein gutes Buch vom Simon Sinek, das heißt Start with Why. Und die meisten Leute und Firmen machen ja meistens den Fehler, über das Was zu reden, was sie produzieren, über welche Themen sie sich eben befassen wollen. Aber Simon Sinek sagt, es ist gut, mit dem Warum anzufangen. Also, warum beschäftige ich mich mit Blockchain und künstlicher Intelligenz und warum könnte das ein spannendes Thema sein? Was stark mit dem Thema zusammenhängt, ist, finde ich, das Thema technischer Fortschritt generell. Also warum überhaupt technischer Fortschritt und warum ist es überhaupt spannend, bei diesen Entwicklungen dabei zu sein? Ich habe das Gefühl, dass wir gerade hier in Europa ziemlich einem Kulturpessimismus verfallen sind. Dass wir sehr kritisch sind gegenüber Neuerungen. Also ich finde prinzipiell ja Kritik üben nichts Schlechtes. Ja. Es ist gut, gegenüber Neuem einmal kritisch zu sein. Aber gegenüber allem Neuen kritisch zu sein und alles Neue gleich zu verteufeln und nur auf die negativen Seiten zu sehen, ist, finde ich, auch kein guter Weg. Deswegen ist ein bisschen auch so meine Mission, die positiven Seiten und das positive Potenzial von diesen beiden Technologien hervorzustreichen und anzuschauen. Ja, jedes Werkzeug kann auch als Waffe eingesetzt werden, das ist klar. Und leider, die Kulturräume, die sehr fortschrittlich sind bei diesen beiden Technologien, also vor allem China und die USA, verwenden leider diese Technologien zur Überwachung, verwenden leider diese Technologien zur Unterdrückung, okay. Aber gerade dann, finde ich, sollten wir uns mit diesen Themen auch befassen, uns positiv gegenüber diesen Technologien verhalten und schauen, dass wir sie für produktive, zielgesetzte, auf Menschenrechten beruhenden Dinge einsetzen. Nur weil jemand eine Technologie schlecht einsetzt, heißt nicht, dass wir nicht diese Technologie für positive Dinge einsetzen sollten. Was auch hinter dieser Frage steht, hinter dem technischen Fortschritt und hinter der Beschäftigung mit Technologie, ist ein bisschen auch so eine Nostalgie der Vergangenheit gegenüber, sage ich einmal. Also, wenn die Leute eben sagen, ja, na, früher war alles besser, wir brauchen diesen technischen Fortschritt ja überhaupt nicht. Na, früher war nicht alles besser. Manche Dinge waren früher besser. Viele Dinge waren früher sehr viel schlechter, gerade was das Materielle anbelangt. Weil gerade was so technische Neuerungen und so weiter anbelangt, wenn jemand sagt, früher war alles besser, dann kann man zu dieser Person ja sagen, na okay, dann geh zurück. Heute hast du die Chance. Heute kannst du dich entscheiden. Verwendest du diese technischen Geräte oder verwendest du sie nicht? Okay, lebe in der Vergangenheit. Verwende kein Handy. Verwende kein Internet. Wenn du mit jemandem Kontakt aufnehmen möchtest, dann schreib ihm doch einen Brief. Verwende keine industrielle Landwirtschaft. Pachte ein kleines Stück Land und produziere deine Lebensmittel dort selber. Kauf dir eine Kuh für die Milch. Alles möglich. Verwende kein Auto, verwende keinen Zug. Bevor der Zug gekommen ist, musstest du nach Salzburg mit der Kutsche fahren und hast wahrscheinlich eine Woche gebraucht. Wie der Zug eingeführt wurde, bist du mit dem Zug 8 Stunden von Wien bis nach Salzburg gefahren. Mach das. Fahr mit der Schnellbahn, fahr mit Bummelzügen nach Salzburg, wenn früher alles besser war. Jetzt fährst du 2,5 Stunden. Das heißt, technischer Fortschritt hat unglaublich viel ermöglicht. Technischer Fortschritt hat erst diesen ungeheuren Wohlstand geschaffen, auf dem wir heute sitzen. Und wenn so oft auch der Punkt kommt mit der Arbeitslosigkeit, dass technische Neuerungen Arbeitsplätze vernichten, auch da kann ich sagen, ja, stimmt, und kurzfristig für das Individuum ist das natürlich ein Mega-Desaster, wenn der Arbeitsplatz vernichtet wird. Aber langfristig gesehen und gesellschaftlich gesehen macht das ja wieder neues Potenzial frei, neues Potenzial für neuere Entwicklungen und wiederum entweder mehr Freizeit oder neuer technischer Fortschritt, welcher wiederum den Wohlstand erhöht. Geh zurück. Vor 150 Jahren hast du gearbeitet, von früh bis spät. Dann konntest du irgendwann einmal nicht mehr arbeiten, weil du kein Licht hattest in der Nacht. Mach das. Arbeite 60, 70, 80 Stunden die Woche, wie die Leute das früher gemacht haben.
ernähre dich nur von einem Stück Brot, wie die Leute das früher gemacht haben. Also das ist ja alles möglich. Das heißt, man kann ja heute noch immer den Lebensstil wie vor 150 Jahren ohne diesen technischen Fortschritt leben. Aber nein, wir genießen das ja auch. Wir genießen den Wohlstand, wir genießen es, dass wir sehr lange Ausbildungen machen. Wir genießen es, dass wir mit 65 in Pension gehen und dann lange Jahre gesund leben können, auch aufgrund des technischen Fortschritts, aufgrund der medizinischen Versorgung. Geh zu einem Zahnarzt, der wie vor 50 Jahren mit einem Handbohrer dir den Zahn aufbohrt. Also ich glaube, dass der technische Fortschritt uns mehr gebracht hat, als wir es heutzutage eigentlich wahrhaben wollen und noch immer mehr bringt. Okay, und jetzt kann man sagen, brauchen wir überhaupt noch neuen technischen Fortschritt? Naja, wir schauen darauf natürlich immer nur aus unserer derzeitigen Perspektive und glauben, wir haben jetzt schon quasi das Zenit erreicht, wir haben jetzt schon das höchste Level erreicht. Aber glaub mir, in 20 Jahren werden wir zurückblicken auf heute und dann sagen, wow, war das ineffizient. Wow, haben wir wenig damals machen können. Also was die Leute nicht sehen ist, wenn es um technischen Fortschritt geht, ist, sie sehen nicht das ungeheure Potenzial, welches dahinter steht. Die ungeheuren Möglichkeiten, die der technische Fortschritt erst in der Zukunft uns bringen wird. Und hier kommen eben jetzt die beiden Technologien, künstliche Intelligenz und Blockchain, hinein. Weil wenn die Leute an künstliche Intelligenz denken, wieder nur pessimistisch, denken sie immer nur an, ach, die wird uns vernichten. Wenn die Leute an Blockchain denken, wieder nur pessimistisch, denken sie, oh, Spekulation und Schwarzgeld und das braucht doch keiner. Öffnen wir unseren Geist, öffnen wir unser Mind. Schauen wir uns das Potenzial an, das hinter diesen beiden Technologien steckt. Hinter künstlicher Intelligenz steht zum Beispiel ein ungeheurer Effizienzsprung. Also wenn wir künstliche Intelligenz, und die steckt ja noch in den Kinderschuhen, wenn wir die auf breiter Ebene einsetzen, und das passiert ja heute auch schon, wir werden einfach in viel kürzerer Zeit viel mehr erreichen können. Das beste Beispiel, das ich immer bringe, ist in der Früherkennung von Krankheiten. Sie haben der künstlichen Intelligenz Alzheimer-Patienten, die Gehirne von Alzheimer-Patienten gezeigt. Durch die Mustererkennung konnte die künstliche Intelligenz ein Muster erkennen und konnte dann daraufhin schon sehr weit im Vorhinein erkennen, ob Menschen Alzheimer bekommen werden oder nicht. Und manche Studien reden von 6 Jahren früher. Das heißt, du konntest 6 Jahre früher schon mit einer Behandlung für Alzheimer anfangen. Das heißt, früher haben das Ärzte irgendwie erkannt, aha, jetzt kommt Alzheimer. Jetzt mit der künstlichen Intelligenz kann man 6 Jahre früher schon bereits darauf reagieren. Und das ist halt etwas, was wir in allen Bereichen gerade sehen. Künstliche Intelligenz wird hier, würde ich sagen, einen Quantensprung bringen in dem, was es an Möglichkeiten gibt. Wir werden mehr Material einsparen, wir werden schneller und besser Dinge entwickeln können, wir werden überhaupt einfach Effizienz steigern können, wir werden bessere Häuser bauen können, besser isolierte Häuser. Wir werden nicht mehr so lange brauchen. Wenn du nicht so lange brauchst, um ein Haus zu bauen, kannst du mehr Häuser in kürzerer Zeit bauen und damit wieder mehr Wohnraum schaffen, was in längerer Zeit die Mieten zumindest nicht so stark ansteigen lässt. Das heißt, hier hängt einfach so ein starker Rattenschwanz dran und ein ungeheures Potenzial. Dasselbe bei Blockchain-Technologie, wo es eben irrsinnig stark auch darum geht, Mittelmänner auszuschalten. Überall die Mittelmänner, die ihre Finger drinnen haben, die immer mitverdienen. Aber wenn eine Technologie das ausschalten kann, dann reduziert es natürlich auch hier ungeheuer die Kosten. Wenn es durch die Technologie ermöglicht, dass weniger gestritten wird, wenn Smart Contracts ermöglichen, dass wir nicht so ein großes Anwaltswesen, Richterwesen, Gerichtswesen brauchen, dass einfach klar ist, okay, wurde der Vertrag eingehalten oder nicht. Das heißt, hier werden einfach die Reibungsverluste, die durch diese Streitereien entstehen, sehr viel geringer werden. Und das sind, wie gesagt, nur die ersten Anwendungsfälle. Das ist, wie gesagt, nur die Kinderschuhe. Das heißt, das ist das ungeheure Potenzial, was hinter diesen Technologien steht. Und das ist es, warum ich mich so gerne mit diesen Themen beschäftige. Aber was denkst du? Findest du, wir brauchen diese Technologien? Findest du, es wird zu negativ eingesetzt? Was sind positive Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz und von Blockchain?
lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich freue mich.